So, meine liebe Aktivisti, wir bereiten Nummer 4 unseres Formings vor. Ich sehe schon, dass die BannerträgerInnen super präpariert an ihren Plätzen stehen. Wir würden das wieder so machen, dass wir kurz zu unseren Begleitpersonen in Blau schauen, ob das okay ist, dass wir uns jetzt wieder bereit machen. Wir würden jetzt bei der nächsten Grünphase wieder auf die Straße gehen und die Kreuzung sichern für die Menschen, die auf der Kreuzung tanzen. Das wird nämlich Disco-Bedience sein. Wir warten mal noch einen Moment, jetzt lassen wir vielleicht noch eine Fuhre Autos durchgehen und nehmen die nächste Grünphase, um über die Kreuzung zu gehen und wieder für 5 Minuten zu blockieren. Wir wollen heute nur kurzfristig und liebevoll stören. Wir wollen niemanden seinen Tag verderben. Aber wir von Extinction Rebellion und auch viele UnterstützerInnen von Parents for Future möchten euch einladen, kurz innezuhalten. Wir haben eine Situation in der Gesellschaft und in der Welt, wo die Ungerechtigkeit immer größer wird. Wir verlieren jeden Tag hunderte von Arten. WissenschaftlerInnen werden uns, jetzt gehen wir auf die Straße und ich rede nur noch ein kleines bisschen weiter und die Disco-Bedience-TänzerInnen dürfen mich gerne schon begleiten. Wir sind in einer Situation, die wir so nicht mehr hinnehmen können. Die Politik muss aktiv werden. Corona ist nicht die einzige Katastrophe, die uns heimgesucht hat und die ist auch nicht vom Himmel gefallen. Wir befinden uns mitten im 6. großen Artensterben und das ist etwas, was nicht nur wahnsinnig traurig ist, weshalb wir viel Trauer im Herzen haben, sondern das ist auch etwas, was extrem gefährlich ist, denn wir sind Teil der Natur, wir stehen nicht außerhalb der Natur, sondern wir sind darauf angewiesen, ein funktionierendes Ökosystem mit einer Vielzahl von Tieren um uns herum zu haben. Deswegen, Aktivismus ist anstrengend, ist teilweise auch störend für alle Passantinnen, aber kann auch schön aussehen und bunt und inklusiv. Und hier seht ihr unsere Disco-Bedience, Tänzerinnen und Tänzer gegen das Artensterben. Thank you.
Ich bitte jetzt die TänzerInnen und die anderen AktivistInnen von der Mitte der Kreuzung, sich in Ruhe zurückzuziehen. Dann allmählich bitte auch die BannerträgerInnen, aber schaut doch, dass wir vielleicht zuerst von der Kreuzung runterkommen. Wir stören heute kurzzeitig für jeweils 5 Minuten den Verkehr. Nicht, weil wir euch ärgern wollen, liebe Berlinerinnen und Berliner, sondern weil wir euch einladen wollen, ganz kurz innezuhalten und nachzudenken. Wie wollen wir gemeinsam leben in Zukunft, in dieser Stadt, auf diesem Planeten?